schläft ein Lied in allen Dingen. Wildwiesen, Butterblümchen, Wasserflaschen, Kieselsteinchen, Kuhglocken. Ganz wichtig, Kuhglocken. Aufgewacht. Ich will keine Zeit damit verschwenden, toten Noten Leben einzuhauchen, wenn ich gleich mit lebendigen Dingen loslegen kann. Es ist einfacher, so Musik zu machen. Macht mir Spaß. Auch beim Reisen mache ich keine Fotos, sondern nehme Klänge auf. Ein musikalisches Tagebuch. Cosmo Sheldrake nimmt die Welt, wie sie ist, und macht daraus Musik, wie sie noch nie war. Ich habe 4 Tage lang allein gezeltet in Dartmoor, kurz nachdem ich mit der Uni fertig war. Ich habe der Lerche zugehört, diesem Vogel, der sehr hoch steigt und dann diesen erstaunlichen Klang macht, wenn er runtersaust. Ich lag also da und hörte der Lerche zu. Und die Kühe bewegten sich, dazu der Wind, die Bienen. Ich hörte Musik. Die Lerche machte Drum and Bass, ein Geräusch wie unglaublich rhythmisch. Und die Kuh machte diesen Bass. Der Wind machte. Ich lag da und hörte Musik in meinem Kopf. Wie man Gesang improvisiert, hat er von Bobby McFerrin gelernt. Come with me, catch a red type specimen. Cut it up with a hesitant skeleton. We'll break our fast with friends. Ich wollte Musik machen, die sich anfühlt, als sei man von natürlichen Klängen umgeben, aber die immer wieder kleine Spielereien hat, hier und da. Und es wird dann sehr erkennbar Musik, wenn ich Klangteilchen der Lerche nehme und sie zerlege. Andere Komponisten ringen, gehen an Grenzen. Cosmo geht spazieren. Mit 4 fing er Klavier an, aber er versteht schon als Kind nicht, warum er mit totem Holz spielen soll, wenn draußen alles lebt. Es hat einen klaren Rhythmus. Toll, wie die Blätter dagegen geworfen werden. Er ist lauschsüchtig. An einer Tonne vorbeigehen kann er nicht. Es hat einen natürlichen Rhythmus. Das ist die Mülltonne, auf die ich geschlagen habe. Die Beute nach nur 15 Minuten Luft schnappen. Das ist die Rolltreppe in normaler Geschwindigkeit. Ich höre auch hier einen natürlichen Rhythmus. In London geboren, als Sohn des Biologen Rupert Sheldrake, der behauptet, dass morphische Felder die Formbildung in der Natur beeinflussen. Cosmo dreht es quasi um, macht Naturformen zu Klangfeldern. Seine Mutter unterrichtet mongolischen Obertongesang und Field Recording-Pionier Bernie Krause ist ein guter Freund. Wenn ich Kleidung nähe, dann lasse ich auch die Nähte sichtbar. So kann man sehen, wie es zusammengesetzt ist. Ich fummle nicht so lange herum, damit es ein perfektes Glitzerding wird. Ich zeige lieber die Arbeit, wie ich es mache, damit die Leute sehen, wie es funktioniert. Und so ist es auch bei meinen Auftritten. Ich zeige den Leuten, wie es gemacht wird. Sein Studio baut er auf, wo und wann es ihm gefällt. Er hat immer hunderte Geräusche im Rekorder, mit denen er unbedingt sofort was machen will. Cosmo Sheldrake stickt, bindet Bücher, fermentiert Obst. Er will wissen, wie sich ein Element in ein anderes verwandeln lässt. Ein Zauberkünstler, dessen Tricks umso faszinierender wirken, je mehr er sie offenlegt. Thank you.